Und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Attack of the B-Team. Boah, den Namen muss ich mir noch gewöhnen. Auf dem Kanal Multiplayer. Mit dabei ist der TKW. Ja, und wir sind beide gerade sehr gelangweilt, wie man am David hört. Läuft man ja fast ein bei dieser Begrüßung, ja. Und ich sage es dir zum 10.000. Mal, mach die Begrüßung selbst, wenn sie dir nicht gefällt. Beschwer mich ja gar nicht. Alter, jetzt höre ich mich doppelt. Ah, komm, wir holen das Zeug da, dann können wir da, Dings... heißen die jetzt. Alter. Ich kann es natürlich nicht einsammeln. Du auch nicht, offensichtlich. Aha. Oh. Ja, kann ich wohl. Ja, dann musst du mir wohl die Choco-Nut-Chunks... Was? Choco-Nut-Chunks? Die habe ich dir schon längst zurückgegeben. Hä, wann das denn? Alter, warum ruckeln das hier? Arschen. Ach, ist ja wohl. Dann gib mir mal die Ananasse. Ananasse? Mach so gern die Ananas. Ananas. Warum habe ich das jetzt eingesammelt? So, warte. Warte auf mich. Hallo. Ich bin auch da. Warum haben die sich nicht gesteckt mit die Workbenches? So, wie macht man den Müll jetzt? Bamboo. Da. Bamboo, Back, Mack. Warum sage ich eigentlich immer Back? So, Bambu-Krug, genau. Oh, geht genau auf. So. Kannst du mal bitte aufhören zu atmen? Okay, es ist auch wieder gut, ja. Nein, jetzt fängt das wieder an. Ich glaube, du hast auf die Uhr geguckt, ne? Ja, wir haben vor knapp 2 Minuten angefangen. Ja, das ist schön. Also warum kann ich die jetzt nicht mehr stacken? Kackwerkbänke. Bleibt einfach hier, brauche ich nicht. Wir sind ja schon wieder da. Ja, gehen wir in die Richtung, oder? Ja. Ja, aber dann kommen wir aufs Meer. Wie killen wir den Tintenfisch? Nein, wir kommen nicht aufs Meer, am Arsch kommen wir aufs Meer. Los ist doch fast ein Meer. Soll ich mir jetzt noch mal ein bisschen Kohle mit? Ja. Oh, was ist denn das hier? Alter, warum ruckelt's hier so? Also bei mir setzen sich die Blöcke dauernd neu hin. Oh. Entschuldigung, hab's noch nicht gemacht, aber... Warum ist eigentlich der Inventory-Mod nicht drin? Ja, kann man nichts machen. Das wundert mich eigentlich. Finde ich aber auch mal ganz gut, denn die Standard-Mods, die in anderen Mod-Packs... Alter, ist das Wasser hier blau. Oh, hier bekommt man Regeneration drin. Sehr cool. Wo bist du drin? In so einem Wasser bade ich halt. Jeden Tag. Yes. Ich hab Glück, Alter. Wundert mich mal. Wo bist denn du? Normal bist du immer der, der die meisten Dias hat. Ich habe auch schon Dias gefunden. Aber ich wollte sie dir lassen. Wo bist denn du? Bin bei den Dias. Alter, das hilft mir nicht wirklich weiter. Ich bin immer noch da an der... Ey, was? Ach so. Warte kurz. Ach ja. Dieses Geräusch, beziehungsweise dieses Gerausche, schon irgendwie... Vom Wind. Ja. Wo bist denn du? Oh. Siehst du auf der Karte da Ich glaube, ich bin in der falschen... Ich habe im falschen Wasser gebadet. Bist du in die Lava gefallen? Nein. Ich bin in dieses... rötlich-braune Wasser reingefallen. Beziehungsweise reingegangen und jetzt habe ich Hunger, Slowness und Vergiftung bekommen. Ja, das ist natürlich eher nicht so. So, wo bist denn du jetzt? Ich habe hier Fossiliensteine gefunden. Ach, dann bist du eh da. Und Diamanten. Ja, das sind die, die ich vorher gefunden habe. Du kannst sie natürlich behalten. Ich brauche es nämlich nicht. Da behalte ich die.
Ja, und erst bettelt er mich an wegen dem Dings. Der Dings dann. Mal aufhören. Das ist Tomato Seeds. Also ich würde sagen, wir lassen uns auf einem Berg nieder und tragen aber den Berg ab, damit es schön flach ist. Mit Sicherheit. Die Scheiße tue ich mir nicht nochmal dann, ganz ehrlich. Genau, da haben wir nämlich schon mal einen Hex gemacht vor kurzem. Ich habe eine schöne, ich habe eine meiner Meinung nach schöne gerade Fläche gefunden. Du weiter mit den Diamanten. Ja, ich habe die doch eh alle. Gut, dann gehen wir mal hier lang. Ich habe auch eine schöne gerade Fläche gefunden. Das Wasser ist so schön gerade. Finde ich nicht. Ja, warum ist denn da Stein unter Wasser? Keine Erde. Weil das ja vorher auch ein Steinbiom war, oder? Ja, voll komisch, ey. Weißt du was? Ich probiere es aus. Ja, ich kenne jetzt auch so ein Teil. So ein Viech. Komm schon. Weiter. Alter, es leck. Hilfe. Warte, jetzt bin ich ertrunken fast. Alter. Ja, ich bin ein Tintenfisch. Ja, das ist ja schön. Wo hast denn du vor? Hier ist Land. Nee, gar nicht. Oh, die Fläche ist... Ah, das ist ja cool. Jetzt sind da die Luftblasen, wenn man über Wasser ist. Tatsächlich. Bist du das da hinten? Ich hüpfe hier gerade aus dem Wasser. Ja, dann bist du das. Okay, die ist doch nicht so gerade, die Fläche. Das ist ja mal mega cool. Alter, der hat da einen komischen Helm auf. Wo Wer? Na, das war ein Tintenfisch. Wo bist denn du jetzt? Spring mal wieder an Land. Wo bist denn du jetzt? Da. Ich bin noch nicht an Land, ich bin noch nicht dumm. Ja, nicht an Land, halt über Wasser. Ah, da bist du. Ertrinkt man aber. Ach, ey. Man kann nicht ertrinken, wenn man über Wasser ist. Na klar. Ja, dann schwimmen wir jetzt, nee, oder? Dann sind wir ja viel schneller. Ja, Mann. Aus aber gehen wir hier. Wasser raus. Ja, wollte ich auch gerade sagen. Ich finde das cool, dass das Bio, dass das Wasser hier also, auch angezeigt wird. Mhm. Was ist das? Seaweed. Also ich glaube, das sind irgendwie. Also was hier rumhüpft? Ja. Ah, ich kann es eh nicht mehr einsammeln. Ja, ich hab doch nicht eng gedrückt. Wo sollen wir denn jetzt hin? Wir können jetzt nicht die ganze Zeit durchs Wasser schwimmen. Nee, können wir auch nicht. Aber ich würde mich da rechts an den... Entschuldigung. Da rechts halten. Was war das? Ach so. Das sind so... Das ist so ein Nautilus. Wo bist du jetzt? Ach, da vorne schon. Ja. Hä? Du bist da vorne schon. Wo bist denn du? Ja, hinter den. Ja, jetzt bin ich da. Das bin ich. Ja, schön. Ich bin ja so mega krass, dem Verwandeln, Alter. Und es wird wieder dunkel. Klar. Ja. Ja, dann bleiben wir halt hier im Wald, oder? Ja, ich würde halt schon gerne eine gerade Fläche haben. Oder wir bauen unter Wasser. Kann man unter Wasser schnell abbauen? Nein, man kann unter Wasser leider nicht schnell abbauen. Als Tintenfisch? Ja. Nee, aber ich würde es halt so machen, dass da erst Glaskuppel ist. Das ist dann der Eingang oder so. Ja, aber wir brauchen ja einen Zwischenunterschlupf, oder? Weil sonst können wir ja nicht... Ja, aber wollen wir das denn machen? Ja, ich würde schon gerne so eine Unterwasser-Ding bauen. Aber halt jetzt nicht. Ja, okay. Das wäre aber ein längeres Projekt sozusagen. Das geht nicht in so kurzer Zeit. Ich bin an Land. Okay, man ist halt so an Land gegangen. Wo bist denn du? Bist das? Ja, bist du doch. Ja. Also das ist, wenn man auf Land ist, so als ob ein Wasser ist. So, zurückverwandeln. So.
Kannst du dich erstmal zurückverwandeln? Hallo, ich hab Angst um dich. Was ist das denn für ein... Das sieht ja mal nice aus. Ey, jetzt verwandel dich! Ja, ist ja gut. Eineinhalb Herzen. Betten, schlafen, jetzt. Das ist Creeper! Ich will mich nur ins Bett. Leg dich ins Bett! Jetzt! Ja, ist ja gut. Hinter dir! Ich hasse dich! Ich kann nicht schlafen. David's nearby. Am Arsch. Ich hätte den Cocktail nicht essen sollen. Jetzt bin ich besoffen. Ich will auch rennen, ich will auch betrunken sein. Komm schon, wegen der Aufnahme. Der andere ist irgendwie weg plötzlich. Ich hab da rechtlich. Upsa, hier. Ich hab rechtlich damit gemacht. Und dann, es steht alles. Oh! Mich verarschen, mein Bett. Das liegt hier noch. Hinten sind wieder, glaube ich, Diamanten, wenn du sie brauchst. Nein, es sind keine Diamanten. Sorry für die falsche Information. Unverschämtheit, ey. Hier ist noch Quantum. Aber die nehme ich mit, ja. Hier ist noch Quantum, scheiße. Doch gesagt, wir werden nichts finden in der nächsten Folge. Ne, aber dann würde ich sagen, bauen wir es uns einfach an Land erstmal einen Unterschlupf. Denn wir müssen ja auch mega viel Sand farmen dann dafür. Ja, dann hätte man gleich in der Wüste bauen. Bleiben können. Nee. Ja, für den Sand. Nee, ah, da ist er. Der Cocktail. Oh, Creeper hinter dir. Töte den. Ich will mir einen Cocktail trinken. Ja, fehlen dir nur die Ananasse. Warte, hier die, komm, den Anschluss setzen. Oh. Hast du den gefunden? Der ist da gestanden. Das ist deiner. Okay. Du hast den nur am Boden rechts. Am Boden platziert wahrscheinlich. Okay. Ich wollte gerade sagen, geh da lieber mal nicht rein. Ich bin verwittert. Was weißt du, warum da Knochen rumschwimmen, Alter? Ja, ich glaube, das war das Wasser, was du gemeint hast. Nein! Hellblau! Achso. Oh, mein Schwert ist kaputt. Kann man dieses füllen, das Teil? Warte, ich will den Zombie da reinkriegen. Alter, verreck doch! Zombies sind doch dagegen immun, genau wie gegen Vergiftung. Doch logisch. Gut, dann. Ja, wie gesagt, ich würde mir hier an Land einfach erstmal ein kleines Häuschen hinstellen, dass wir dann nicht verrecken bei Nacht und so, ne? Weißt du? Würden wir jetzt bei ihm machen, aber egal. Dann könnten wir uns hier die Höhle einbauen. Ja, in das Wasser am besten noch, ne? In dieser Höhle, aber ich meine. Die, wo ich jetzt drin bin? Nein, die über dir, weißt. Natürlich, okay, in der du da drin bist. Ey, Fackeln. So, ja, gute Idee. Kommt ja auch von mir. Hust, hust. Alter, gibt's nicht. Unverschämtheit. Ich hab mich doch gemutet. Ja, ist trotzdem nur Unverschämtheit. Einfach so husten. Aufhören, ich bin auch kein Dings. Kein Dings. Kein Dings. Kein Dings für den Kings. Okay, der war jetzt schlecht. Sollte auch kein Witz sein. Spaß. Kannst du mal aufhören, mich da in die Spitzhacke zu latschen? Gleich bring ich dich um. Dann kann ich mal ausprobieren, ob man sich wirklich verwandeln kann. Hey. Ich würde das aber echt gerne mal ausprobieren. Ja, später, wenn wir dann... Wie viel Level hast du? 17. Scheiße. Weißt du, hast weniger Level? Ich bin dreimal gestorben. Ich habe nicht so viel abgebaut wie du.
Aha. Bitch, please. Wir setzen uns schon mal unsere Betten. Hier in diese Einkehr. So nicht. So. So nicht, mein Freund. Du sollst ja nicht Gravel hinwerfen, du sollst da pennen legen. Ja, okay, geht zwar jetzt nicht, aber egal. Hilfe, ich hab Angst, wenn es dunkel ist. Kannst du mal Holz besorgen irgendwie? Keine Ahnung wofür, aber... Hast du eine Axt? Nein. Dann muss ich mir eine machen. Ja. Setz mal die. Bist du behindert? Das... Eine Unverschämtheit! Idiot. Warst du? Du. Warum? Ich? Warum baust du das zu, du Idiot? Weil ich hier einen schönen Eingang haben will. Ja, und deswegen baust du alles zu. Ja. Dann ist der Eingang nicht mehr da, also schön. Gib mir die Workbench. Es gibt so ein schönes Zauberwort, das wird öfters mal benutzt, von dir aber leider nicht, aber... hier. Weil ich es bin. Gib mir Holz. Nö, so nicht. Nö, jetzt will ich was holen. Fuck, jetzt bin ich mit meiner Maus verrutscht. Ja, gar nicht. Können wir nicht damit... Sag du kleiner Schutzschlag mit der Muschikopf. Was hast du gesagt? Ich habe das Wasser-Sagrador... Wasser-Sagrador... Wasser-Kneckebrot. Ich würde eigentlich sagen, es war das ein Rauschen in der Leitung. Ich habe dich leider nicht verstanden. Deshalb auch nicht gehört, was du gesagt hast. Ich habe leider noch verstanden. Ja. Finde ich wirklich sehr schade, denn ich höre wirklich sehr gerne zu, wie manche Leute intellektuelle Gespräche führen. Titten. Der findet es natürlich witzig. Klar. Was sonst? Hast du die Kiste mit? Klar habe ich die mit. Ja, dann place die mal. Wenn du zwei Türen machst. Knecht. Ja, da brauch ich Ruprecht. Da brauche ich noch Holz. Ja, hol dir Holz. Ja, place doch erstmal die Kiste, du Idiot. Okay, jetzt nicht mehr. Du hast mich Idiot genannt. Jetzt bin ich beleidigt. Komm, setz die Kiste. Ja, du stehst im Weg. Du stehst im Weg. Hallo, ich will da die Kiste hinstellen. Nee, warte, geh mal weg. Komm, setz die Kiste noch. Haben wir wenigstens irgendwas geschafft, bevor die Folge um ist. So. Yay, wir haben es geschafft, eine Kiste zu placen. Ja, weißt du was? Achievement Get Kiste. Ich nehme, mach mir dann eine eigene Kiste. Aber erst in der nächsten Folge, weil die Folge ist aus. Ja. Alter, das ist ja eine Unverschämtheit. Alter, das ist ja voll der schöne Eingang. Muss man ja zugeben. Ja, da fehlen ja noch die Türen. Okay, aber ich sage danke fürs Zuschauen. In der nächsten Folge sieht's ja wieder seine scheiß Ansicht. Hallo, die ist viel schöner als deine. Ja, stimmt sogar, da passiert mehr. Sein Beispiel, du verreckst. Nein, nicht erst. Schnauze. Gut. Das sehe ich jetzt als Beleidigung. Habe ich jetzt voll im Mikro geschrien. Machst du auch immer. Okay. Gut, danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss! Alter, Spasti. Das Spasti war jetzt noch drauf.